Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Mönchengladbach Karrieremodus. Wir sind wieder am Start mit unserem täglichen Part der Karriere mit den Fohlen und heute gibt's die ersten richtigen Kracher-Transfers. Das habe ich mir zumindest vorgenommen, ob wir es realisieren können, ist noch die große Frage, aber das werden wir auf jeden Fall rausfinden. Wenn es euch gefällt, lasst wieder einen Daumen nach oben da, letzten Episoden super bei angekommen. Ich hoffe, die heute auch würde ich mich tierisch drüber freuen. Videobeschreibung, Links zu Social Media, zu IG Vault, zu meinem Merch und natürlich zu FIFA 17, wenn ihr es noch kaufen wollt und damit geht es los. Schreibt mir wieder eure Meinungen und Gedanken und Vorschläge in die Kommentare sehr gerne rein. Lasst einen lieben Kommentar da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir gucken uns direkt mal an, wen ich denn momentan so auf der Wunschliste stehen. Aber es kamen viele Vorschläge, unter anderem von Lukas Kramer. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Grüße an dich auf jeder Stelle. Ich denke mal, du weißt, wer du bist, wenn du angesprochen bist. Und der hat mir ans Herz gelegt, hol doch Nadiem Amiri. Wäre ein wunderbarer Backup für den Kollegen Hazard bzw. Stindl, je nachdem, wer auf der 10 spielt. Dazu seid ihr auch relativ einig. Maximilian Philipp sollte ich auf jeden Fall von Freiburg holen. Und Juri Thielemans wäre auf jeden Fall auch ein schöner Transfer, den wir noch realisieren können. Einen habe ich dann noch im Köcher. Und auch der wurde unter anderem von vielen vorgeschlagen. Unter anderem auch von, jetzt habe ich den Namen wirklich vergessen, schade gerade. Hat ihn noch im Kopf gehabt. Tut mir leid, aber Jeremy Toljan, Linksverteidiger, ebenfalls beheimatet bei Hoffenheim. Das heißt, wir können hier zwei Hoffenheimer Talente eventuell verpflichten. Alexandro Maxim wollt ihr nicht so gerne sehen. Deswegen beende ich den Scouting-Auftrag mal und entferne ihn aus dem Bericht. Ist, denke ich mal, die bessere Entscheidung. Aber auch mit diesen drei Deutschen hätten wir natürlich mal wieder so ein bisschen das deutsche Nachwuchstalent Spektrum mit unserem Verein erweitert, das wäre ganz cool. Und wir hätten immer noch genug Geld für einen Kracher, beispielsweise für Juri Thielemans, den ich ganz gerne tatsächlich haben würde. Innenverteidiger, wir gucken uns das Ganze nochmal an, habt ihr richtig eingeschätzt, haben wir eigentlich so gesehen keinen wirklichen Bedarf. Natürlich jetzt Hahn vorne verletzt, da müssen wir mal überlegen, ob wir uns eventuell einen Stürmer noch holen, weil wir haben halt momentan Raphael, Hazard, Stindl, die da spielen können. Dazu Drimmitsch, den wir mal verkaufen wollen und halt eben Maximilian Philipp und dann auch hier Sima Kala. Ich denke aber ganz ehrlich, das reicht. Im Notfall stellen wir halt auf eine Spitze um und ich denke mal auch mit Flügelspielern wie beispielsweise Hoffmann oder Hermann und Traoré kann man da arbeiten und da ja auch nicht so unglaublich, also er fällt schon lange aus doch. Aber wir auch noch eine Jugendmannschaft ja pushen wollen. Von daher passt das, denke ich mal. Und die erste Amtshandlung, die wir machen wollen, ist auf jeden Fall die Annahme von Maximilian Philipp, sobald der denn auch angenommen hat. Das hat er nämlich noch gar nicht, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber egal. Ja, dazu kommen dann gleich die Anfragen auf jeden Fall für Thielemans, beziehungsweise für Amiri, beziehungsweise für Jeremy Toljan. Das sind auf jeden Fall 4 Transfers, die ich noch relativ realistisch finde und dementsprechend auch gerne realisieren würde. Wir haben Josip Drimmitsch abgegeben, 5,5 Millionen Transferbudget bekommen wir dazu. Hertha BSC hat ihn sich geholt. Und jetzt haben wir Angebote für Christopher Heimeroth. Das nehmen wir auch mal an, weil wir brauchen ihn nicht und er soll gerne einen neuen Verein für sich finden. Und für Jan Sommer, und das geht natürlich gar nicht, der beste rechte Mittelfeldspieler der Welt, der bleibt schön bei uns. Neapel kriegt seine Dienste definitiv nicht. Die haben außerdem José Reyna, von daher brauchen sie den so gesehen eigentlich gar nicht, weil Reyna auch ein guter Keeper ist. Raphael ist der Backup. Ich weiß gar nicht, was sie den eigentlich haben wollen. So, Maximilian Philipp, Angebot akzeptiert und damit haben wir den ersten richtig schönen Transfer eingetütet. Mittelstürmer, beziehungsweise kann natürlich auch Stürmer spielen. Vom SC Freiburg in der Bundesliga die Saison ja schon relativ stark gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das soll er natürlich auch bei uns weiter fortsetzen. Wir schauen mal rein hier in die Mannschaft und da sehen wir ihn schon. 74er Rating, 84 Antritt, 83 Sprintgeschwindigkeit. Bringt nochmal ein bisschen Tempo vorne rein. Ist mit Hahn jetzt verloren gegangen. Raphael, Stindl, Hazard sind alle nicht so schnell. Philipp aber schon. Abschluss nicht so klasse, aber ich denke mal, das wird sich noch entwickeln. Er kann Stürmer spielen. Linkes Mittelfeld, das passt dementsprechend sehr, sehr gut. Und ich denke mal, er wird auf einige Einsatzzeit kommen. Dafür nehmen wir jetzt mal Korb hier raus und packen den dann weiter nach oben und zwar für So. Ich denke mal, das ist so ganz gut. Und dann schauen wir gleich mal, was wir ansonsten noch machen können. Ihr habt gerade schon gesehen, der ist Scout-Abschlussbericht zu Juri Thielemans ist da und den wollen wir dann natürlich uns gleich mal angucken und schauen nach, ob wir den denn fest verpflichten. Übrigens könnte die Episode lang werden, weil ich will bis zum ersten Bundesligaspiel kommen und das nach Möglichkeit auch spielen, von daher wartet ab. 77er Rating hat er momentan, 19 Jahre alt, das Top-Talent von Anderlecht, physische Werte sind nicht überragend, aber in Ordnung und ja, die, ganz ehrlich, die technischen Attribute sind einfach klasse und dementsprechend holen wir den jetzt auch, beziehungsweise versuchen den zu holen. 13 Millionen steht hier und das werden wir einfach auch direkt mal bieten. Wichtig für die erste Mannschaft bei Anderlecht, aber kein essentieller Stammspieler, obwohl er meiner Ansicht nach, beziehungsweise meines Wissens nach, ja sogar Kapitän ist bei den Anderlechtern. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mit dem noch kommt. Bei Amiri und auch bei Toljan warten wir zunächst auch mal darauf, dass die Scout-Berichte abgeschlossen sind. Und ich denke mal, das wird relativ schnell gehen. Da haben wir es nämlich schon. Neapel hat gesagt, Sommer ist denen nicht so viel Geld wert. Und dann verdienen sie einfach auch nicht, seine Dienste zu bekommen. Amiri, 75er Rating, sehr, sehr stark für einen 10er in dem Alter. 19 Jahre alt, genauso wie Thielemans. Und naja, der wäre halt ein super Backup. Und deswegen versuchen wir den für 5 Millionen mal zu holen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, aber man kann es ja mal versuchen. Vielleicht im Hoffenheim das Ganze hier an. Und Jeremy Toljan, 73er Rating, wunderbarer Backup. Er kann jetzt nicht unbedingt auf dem linken Mittelfeld spielen. Aber wenn man mal auf 4
Viererkette umstellen und genau das will ich machen, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Dann können wir den auf jeden Fall benutzen und im Notfall kann er auch Innenverteidigung spielen, weil 1,82 groß, schnell, Stärke geht gerade noch so klar und 84 Sprungkraft, das passt auf jeden Fall. Jetzt wollte ich den tatsächlich doch kaufen und nicht einfach nur rausgehen. 27.500 Gehalt, oder? Zu teuer sollte auch nicht sein, 4 Millionen, das biete ich jetzt einfach auch direkt mal. Rotationsspieler bei Hoffenheim, bei uns würde auch nicht mehr sein, aber ich denke mal, der würde ganz gerne zu uns kommen, denn das wäre ein schönes Projekt und sein Kumpel Amiri hätten wir ja dann auch direkt nochmal dabei. So, jetzt kommen wir zur Formation, was ich gerade angesprochen habe, und zwar, ihr seht die Dreierkette, mit der möchte ich auch tatsächlich erstmal spielen, beziehungsweise das ausprobieren. Wenn es nicht gut klappen sollte über die ersten 5-6 Spiele hinweg, werde ich umswitchen auf die Viererkette, das werde ich aber je nach Gegner sowieso mal machen. Wenn da ein Gegner daherkommt, der beispielsweise FC Bayern München heißt, oder wenn dann ein Gegner daherkommt, der Dortmund heißt, werde ich auf Viererkette, vielleicht sogar teilweise Fünferkette, aber eher nicht, sondern lieber Viererkette umstellen. Und je nachdem, wenn da ein schwacher Gegner ist, kann es auch mal sein, dass ich beispielsweise 3-4-3 spiele und nicht 3-5-2. Muss man mal schauen, aber ich denke mal, das kann man gerade, weil das hier alles live kommentiert ist, ganz gut anpassen. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dieser Karrieremodus wird nicht gecuttet werden, er wird komplett live bleiben. Ja, das passt und Anderlecht hat direkt akzeptiert, das ist ja sehr schön. 20.000 Gehalt, 4 Jahre und dazu wichtig für die erste Mannschaft, ist ja Essenfelder Stammspieler mittlerweile, genau. Wichtiger Stammspieler bei uns, bin ich mal gespannt, ob er das annehmen wird. Ich hoffe es auf jeden Fall, wäre ein super Transfer. Olivier Boscagli haben wir auch noch den Abschlussbericht, aber Innenverteidiger brauchen wir nicht, da sind wir gut genug besetzt. Gucken wir uns gleich auch nochmal an die Personalsituation auf der Position. Dieser Karrieremodus wird komplett ungecuttet bleiben. Ihr habt heute schon eine Episode von Hannover 96 bekommen, dazu gibt es auch den City-Karrieremodus. 3 Karrieremodi die Woche werden gecuttet sein. Dazu gibt es diesen hier täglich und wenn ich den täglich machen will, dann kann ich einfach nicht cutten. Weil ganz ehrlich, das ist zeitlicher Aufwand bis zum geht nicht mehr und so kann ich ihn jeden Tag bringen und ich denke mal, ist auch ganz cool, ist ein cooler Stil und ist halt live und unverfälscht, muss man ja auch mal dazu sagen. So, Innenverteidiger, die wir momentan haben, beziehungsweise mit denen wir planen. Janschke, Westergaard und Christensen. Janschke eher auf rechts, Christensen auf links, Westergaard in der Mitte, beziehungsweise ist der Rechtsfuß, der Linksfuß, der hat auch Rechtsfuß, ne? Ja, wie viel Weakfoot hat er? 3, okay, also gleich. Also so rum würden wir da spielen, natürlich mit Sommer dann im Kasten, das ist, denke ich mal, ganz klar. Dann haben wir als Ersatzspieler Schulz, den ich nicht verleihen möchte eigentlich. Mir auch vorstellen könnte, wenn wir den auch noch abgeben. Doucouré haben wir ja schon verliehen. Wenn wir den auch noch abgeben, Dominguez ist ja auch geplant abzugeben, dann holen wir noch einen Innenverteidiger. Dann können wir wieder nochmal gucken. Ich muss immer jetzt übrigens eure Reaktion abwarten, deswegen kann ich heute schon wieder nicht aufnehmen, außer ich nehme. Doch, kann ich, weil ich plane, fast durchzumachen. Ist auch egal. Dann haben wir Strobel als Ersatz. Das passt auf jeden Fall noch dazu. Julian Korb kann nicht unbedingt Innenverteidiger spielen. Als absoluter Backup geht es aber auch. Dann haben wir noch Elvedi. Das heißt, wir haben schon mal 3 Spieler mit Schulz zusammen. Und das reicht halt. Wir sind doppelt besetzt. Dominguez kann gerne gehen. Und wenn Schulz gehen sollte per Laie, dann holen wir uns halt noch einen neuen Innenverteidiger. Das passt, denke ich mal, auch. So, Mahmoud Dahoud momentan verletzt. Das heißt, direkt mal die Gelegenheit für Thielemans, wenn er dann demnächst andocken sollte, beziehungsweise ankommen sollte. Wir nehmen wir hier noch raus. Sippel kann hier so. Hahn kommt raus, Johnson kommt rein. Das tauschen wir einmal so rum. Ich mag die Ordnung auf meiner Bank ganz gerne. Und der Kollege kommt auch raus und dafür bringen wir Elvedi rein. Schulz, Elvedi tauschen wir. Und jetzt brauchen wir noch Mittelfeldspieler eigentlich. Und dann nehmen wir einfach nochmal Lukas Strobel. Grüße an den Hansus. Und ja, dann passt das doch eigentlich so ganz gut, würde ich mal so behaupten. Sieht nach einer starken Elf aus, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Und wir simulieren mal weiter und versuchen, wie gesagt, Juri Thielemans zu bekommen. Bin gespannt, ob das klappt. Sind ja schon bei 8 Minuten, also ihr merkt, eine halbe Stunde könnte diese Episode schon dauern. Liegt halt daran, dass wir Transfers machen. Ich denke mal, ist auch normal, dass es da nicht ganz so schnell vonstatten geht, sondern ein bisschen länger dauert. Hoffenheim hat akzeptiert und einmal abgelehnt. Für Amiri wollen sie tatsächlich 10 Millionen haben. Da war sowas mal mit 6. Und bei Toljan sind sie viel kooperativer und sagen, alles klar, 4 Millionen. Wir lassen unseren Backup-Verteidiger gehen und lassen ihn zu eurem Backup-Verteidiger werden, was natürlich sehr schön ist. Rotationsspieler wäre ja auch bei uns der 21-jährige Deutsch. Was ist er eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Wenn ihr das wisst, haut es mal in die Kommentare rein. Der wird auf jeden Fall bei uns auch Backup werden. Thielemans akzeptiert und das ist der erste richtige Kracher-Transfer. 13 Millionen, Anderlecht bekommt das Geld und wir bekommen Juri Thielemans, einen unglaublich talentierten Spieler, der auf jeden Fall bei uns eine große Rolle spielen soll. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, mein Bildschirm hat gerade geflackert, aber das lag wahrscheinlich am Kabel und ja, der Elgato, die funktioniert nämlich noch ganz gut. So, der kommt direkt mal rein, weil der Hut ja verletzt ist. Übrigens habt ihr gesagt, oder habe ich mal gelesen, Kramer Identifikationsfigur, verkauft den nicht, aber ich bin kein großer Fan von Kramer. Und ich sehe den gerade auch, weil er bei Leverkusen war zwischendurch, nicht als Identifikationsfigur. Mal sehen, wie er sich macht. Vielleicht kann er auch als Backup bleiben, aber ich plane zumindest nicht mit ihm in der Startelf. Einfach auch, weil er schon 25 Jahre ist, 78, nicht mehr viel Potenzial. Ja, ich denke mal, sollte einleuchtend sein. Gut.
damit haben wir das mal abgeschlossen. Dann müssen wir erstmal warten, bis wir zum ersten Spieltag kommen, beziehungsweise bis wir uns über Amiri einigen können. Das wäre dann der auf die Bank kommen würde für Lukas Strobel. Ich weiß übrigens, dass er Tobias heißt. Ne? Wer Hansos Karrieremodus mit 16 nicht geguckt hat, ist natürlich bei diesem Insider ausgeschlossen. So, Dahoud ist schon mal auskuriert, das ist sehr schön. Die wollen immer noch 10 Millionen für Amiri haben. Dann gehen wir einfach mal hoch auf 7. Das machen wir ganz langsam und ganz gemächlich, so wie sich das gehört. Und dann haben wir hier Jeremy Toljan und den nehmen wir auf jeden Fall an. Und damit haben wir den nächsten sehr, sehr guten Spieler für unser Team dazu gewonnen. Natürlich muss man dazu sagen, wir haben einen starken Kader, wir haben einen breiten Kader und wir haben sehr viele Spieler. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, für wen ich den jetzt auf die Bank setzen sollte, wenn ich das machen wollen würde. Aber ich lasse den erstmal komplett draußen, also in der Reserve, weil Elvedi, Venti kann ich nicht wegnehmen, Johnson auch nicht. Lukas Strobel geht für Dahoud drauf und ja, dann sieht es schon mal schlecht aus. Er kann LAV und LM tatsächlich auch noch spielen, Innenverteidiger nicht, aber ich bin ja quasi Pep Guardiola. Ich kann das ja auch umfunktionieren, von daher macht ihr da gar keine Gedanken. Und jetzt gehen wir nochmal eine Runde weiter. Übrigens hat er mir gesagt, ich soll Raphael ein bisschen zurückziehen. Vielleicht spielt er dann besser. Ich sehe Raphael sowieso eher als Zehner an, als Stürmer. Aber da schauen wir vom ersten Spieltag auf jeden Fall nochmal. Vorher machen wir mal Training und schauen, was dabei rumkommen wird. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf. So, ein Upgrade. Oh, nee, aber zweimal A. Das ist sehr schön bei Vestergaard und bei Christensen. Das kann man auf jeden Fall so machen. Und dann gehen wir weiter und sind im August. Das heißt, wir nähern uns ganz, ganz langsam der Echtzeit. Also jetzt gerade dem September 2016. Jetzt haben wir hier ein Angebot akzeptiert von Hoffenheim und die sagen, 7 Millionen ist dann in Ordnung für Amiri. Und der würde zu uns kommen und wäre Rotationsspieler natürlich. Aber ich denke mal, das wäre ein sehr geiler Transfer, auf den ihr euch, denke ich mal, auch freuen würdet und dürftet. Denn der Junge hat mega Talent und das wird er bei uns sicherlich auch irgendwann mal zeigen. Transferangebot für Cesar, das nehmen wir an. Den werden wir auf jeden Fall abgeben, 22 Jahre alt, aber brauchen wir so gesehen nicht und ist halt einfach in gewisser Weise zu schlecht, um sie noch weiterzuentwickeln. Zumindest hier im Karrieremodus, wie es in Realität aussieht, weiß ich nicht. So tief in der Gladbach-Materie bin ich nicht drin, aber ich bin in der Materie von Amiri drin und den verkaufen und den holen wir jetzt für 7 Millionen von Hoffenheim. Das heißt, wir haben 4 Transfers gemacht. Das war's dann auch erstmal. Mehr möchte ich nicht machen, außer es geht noch ein Innenverteidiger. Ein Denge leihen wir hier aus an Blackpool, das ist in Ordnung. Und ich würde gerne mal von euch jetzt hören, wie findet ihr die Transferplanung, beziehungsweise wie findet ihr die Transfers? Seid ihr damit einverstanden? Findet ihr das gut? Oder sagt ihr, nee, auf der und der Position hast du noch Bedarf? Ich sehe persönlich keine, außer wie gesagt, es kommt nochmal ein Angebot reingeflattert für Schulz, den ich dann verleihen würde. Leverkusen nehmen wir direkt ab. Wie gesagt, Stindl ist Kapitän. Stindl ist einer meiner Lieblingsspieler überhaupt. Und von daher können wir den gar nicht abgeben. Zumindest ich nicht rein gewissens. Ich muss immer ganz kurz gucken, ob ich Schulz überhaupt auf der Leihliste habe. Bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich das gemacht habe. LW, die haben wir nicht drauf. Das ist auch gut so. Und Schulz haben wir, ja doch, Schulz haben wir drauf. Müssen wir halt mal schauen, ob da noch irgendwer anlocken wird und sagen wird, hier, wir möchten die ganz gerne haben. Wir haben nicht mehr ja, so viele Tage bis zum Saisonauftakt. Ich freue mich tierisch darauf, aber warte mal, wir packen einmal kurz hier Nico Schulz aus dem Training raus und packen dafür Juri Thielemanns rein. Und zwar, ja, doch, durchsetzen ist in Ordnung. Und dann packen wir noch den Kollegen Vestager können wir gar nicht rauspacken. Aber demnächst werden wir auf jeden Fall auch dann Amiri beispielsweise trainieren oder Mahmoud Dahoud. Macht euch da keine Sorgen, aber ist sowieso egal, wer im Training ist. Weil wenn die Stammspieler spielen, steigen sie ja automatisch auch mit Vestager. Mensch, dann musst du noch eine Einheit machen, aber okay. Christensen braucht ja demnächst keine mehr, der ist ja auch demnächst bei seinem nächsten Rating. Ach ja, ich labere hier schon gerade wieder ohne Unterlass. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch so geht. Sunderland möchte auch Stindl haben. Wir ablehnen, alles klar. Wir lehnen jetzt einfach künftige Angebote direkt mal ab, sodass Stindl uns definitiv nicht verlassen wird. Jugendscout, ich glaube, ich habe noch keinen eingestellt, wollte aber. Und ihr habt auch gesagt, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ihr habt auch gesagt, dass der Kollege Eberl ja ganz gerne auf... Oh, guck mal hier, perfekt. Dass Eberl ganz gerne auf Schweizer setzt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir schicken den Scout als erstes einfach mal in die Schweiz für 6 Monate und schauen, was dabei so rumkommt. Ich denke mal, das ist ganz gut. Einen zweiten können wir eventuell noch einstellen, damit warten wir aber ein bisschen. Und einen dritten, ja, können wir in der Winterpause eventuell machen. Jetzt direkt am Anfang müssen wir das nicht unbedingt raushauen. Wir wollen ja, wie gesagt, auch realistisch sein und nicht direkt die 120.000 Top-Talente haben. Das ist für mich jetzt nicht so genial, ehrlich gesagt, aber müssen wir mal abwarten. So, nächste Trainingseinheit, das Ganze wieder mit Y einfach aufgefüllt und dann haben wir hier direkt mal die gleichen Spieler wieder drin. 2-1 und go. Was haben wir da? Christensen steigt und Vestergaard nicht. Aber Vestergaard, ja, der steigt zumindest bei seinen Stats und damit können wir den gleich aus dem Training rausnehmen. Das ist wunderbar. Das gefällt mir sehr, sehr gut, wie das hier gerade aussieht. Die jungen Talente haben wir auf jeden Fall auf unserer Seite. Ich glaube, einer der talentiertesten oder den talentiertesten Kader so gesehen der Liga, wobei Dortmund natürlich auch sehr, sehr stark ist. Es passiert nicht mehr viel und wir sind ganz kurz vor dem ersten Bundesligaspiel. Einmal Training geht aber noch und deswegen werden wir das natürlich auch mitnehmen. Unser neuer Bremer, beziehungsweise unser Ex-Bremer im Kader wird jetzt rausgenommen und Mahmoud Dahoud rückt dafür in die Übungen rein.
Was machen wir da? Defensive. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Das kann er auf jeden Fall noch mal ein bisschen verbessern. Ich denke, er ist defensiv zwar schon einigermaßen stark, aber weil wir jetzt mit Thielemans und Dahoud zwei Achter auf A6 haben, muss bei dem einen zumindest noch ein bisschen das Defensive steigen. Und warum nicht bei Dahoud? Weiß ich nicht, weil der hat auch technisch so schon genug drauf. Und ich glaube sogar schon ein bisschen mehr, wenn man das hier sieht, Dribbling und Ballkontrolle, ja, als der Kollege Thielemans. Erster Gegner natürlich gleich richtig schwierig, muss man ja auch mal dazu sagen. Leverkusen, ich habe schon gegen Torino verloren. Wie soll das denn gegen Leverkusen werden? Aber wir loben die Leverkusener einfach trotzdem. Mal. Also wir loben Leverkusen, die sie verunsichern, beziehungsweise um sie in Sicherheit zu wiegen, und Hermann möchte weg. Und das sagt er mir 6 Tage vor Transferperiodenende. Gut, dass der nicht wechseln wird vor der nächsten Episode, also schreibt mir jetzt. Das ist doch scheiße. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, welchen Spieler ich für Hermann holen soll. Ich habe noch gesagt, ich werde Lichtsteiner nicht kaufen. Ach Mann. Weil ich halt einen Hermann habe und jetzt möchte eine der Identifikationsfiguren unseres Vereins uns verlassen. Vielleicht dann doch Lichtsteiner. Schreibt es in die Kommentare. Dreierkette würde ja ganz gut passen. Ich bin gespannt. Erfahrung ist vielleicht auch nicht schlecht. Ein hohes Rating. Wir können es uns ja dann leisten. Haut auf jeden Fall rein, aber es ärgert mich jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich möchte ihn eigentlich nicht abgeben. 32 und Dortmund 36 Millionen, oh, das ist eine hohe Summe natürlich, aber das ist mehr als ärgerlich. Ich möchte den absolut nicht abgeben. Ist ein Top-Spieler, mit dem ich echt mir vorgenommen habe, eine Menge Spaß zu haben hier in diesem Karrieremodus. Und ist halt auf seiner Position wirklich der Beste bei uns. Damit könnten wir Traoré dann vergessen abzugeben, was ich ja bei einem guten Angebot gemacht hätte. Ha, das ist schon ärgerlich. Aber gehen wir erstmal rein in die Partie gegen Leverkusen und schauen, was dabei so rumkommt. Wir spielen auf Legende, aber regnen darf es nicht. Es ist Sommer, Freunde. Das stelle ich einfach jetzt mal um, weil das kann ich nie akzeptieren. Wir machen das Ganze so, wie es in Realität aufbaut. Aber gutes Wetter. Raphael werde ich jetzt ein bisschen nach hinten ziehen. Wenn wir hier sehen... Ne, warte mal, das machen wir aber auf der linken Seite. Weil Hermann da spielt. Ja, machen wir so. Ziehen wir hier ein bisschen nach hinten. Mittelstürmer. So. Und vielleicht klappt das ja ganz gut. Ich bin gespannt. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal rein. Boah, das war natürlich jetzt ein Schock, Freunde. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr davon haltet und was ihr jetzt machen würdet an meiner Stelle. Weil Patrick Hermann ist halt, wie gesagt, ein Spieler, den ich nicht abgeben möchte. Bleibt mir wohl wahrscheinlich keine andere Wahl, außer der Vorstand sagt, du kannst ihn gerne behalten, entscheide du über die Zukunft. Aber wenn er so an den Vorstand herantritt, beziehungsweise so an uns herantritt, dann wird das wahrscheinlich mit dem Vorstand schon geklärt haben. Was natürlich sehr, sehr bitter ist. Naja, aber gut, wir springen jetzt gleich rein, wenn das hier ganz normal passiert ist, in die Partie gegen Bayer Leverkusen. Und jetzt ruckelt es ein bisschen, das heißt, wir können rein und wir starten rein in den Borussia-Park, in unser Stadion. Das erste Mal in FIFA 17, dass ich dieses schöne Stadion hier sehe. Wir haben keine Beleuchtung natürlich, weil es noch Tag ist, aber es sieht trotzdem sehr, sehr schön aus, die Choreografie. Leider Gottes genauso unkreativ wie letztes Jahr, aber das Stadion sieht gut aus und wir haben, keinen Ingame-Sound. Ja. Tut mir leid, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber sonst hätte es auch englische Kommentatoren. Ja, beziehungsweise doch, wisst ihr was, wir machen den Ingame-Sound mal. Muss ich aber auf Start drücken für, denn ich muss dann die englischen Kommentatoren zumindest mal, also die Kommentatoren allgemein ausschalten, weil das Gebrabbel im Hintergrund, das will ja nun wirklich keiner haben. Nee, Slider wollte ich nie anmachen. So, gehen wir runter, okay. Und dann muss ich das Ganze halt synchronisieren. Ich habe es jetzt hier mit der Elgato wieder das Problem sonst. Naja, gut, da sind wir. Aufstellung kennt ihr, Leverkusen. Haben wir Spielerdebüts und zwar von Volland und von Baumgartlinger. Hoffenheim hat echt viel verloren, ne? Mit Amiri und Heuern jetzt auch noch, die zu uns gewechselt sind. Naja, gut, alles klar. Raphael, unser Mann, zusammen mit Hazard am Anschlusspunkt. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Bundesliga-Saison mit Borussia Mönchengladbach. Der Ball ist im Spiel und wir versuchen direkt mal ein bisschen Druck auf die Leverkusen auszuüben. Und das funktioniert gleich richtig gut. Ich hätte vielleicht Hermann nicht mehr spielen lassen sollen, fällt mir jetzt gerade im Nachhinein ein. Wenn er sowieso schon mit Wechselgedanken, oder mit dem Wechsel liebäugelt. Ah, das war doch kein Foul da im Mittelfeld von Toni Janschke. Hätte ich ihn vielleicht, wie gesagt, nicht spielen lassen sollen. Aber gut, jetzt ist es zu spät. Hakan Çalhanoğlu mit dem ersten Freistoß. Vestergaard kommt nicht ran und 1:0. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Start? Hier läuft ja gar nichts gerade in dieser Episode. Wei, oh wei, natürlich bin ich nicht eingespielt. Natürlich bin ich an Legende noch lange nicht gewöhnt. Aber dass Vestergaard das Kopfballduell verliert, das darf niemals sein. Volland war es, glaube ich, der es da gewinnt. Vestergaard ist 2 Meter groß. Und Brandt mit dem Schuss und Sommer, ja, ja, nicht ideal, aber will man ihm keinen Vorwurf machen. Ganz, ganz bitter. Das ist natürlich ein unglaublich suboptimaler Start hier. Das hätte man niemals so machen dürfen. So, und Hermann, vielleicht will er sich ja zumindest mal noch positiv verabschieden.
Wir müssen natürlich jetzt direkt anfangen, beziehungsweise werden direkt um eine Antwort bemüht sein. Da war Juri Thielemanns erstmals für unsere Borussia am Ball. Ah, das war ein ganz schwacher Übersteiger da von mir. Wir müssen jetzt natürlich uns reinkämpfen in diese Partie. Das war ein denkbar schlechter Start hier in die Saison. Aber das darf natürlich nicht so weitergehen. Gegen Torino haben wir verloren. Das hat an der Moral ein bisschen gekratzt. Jetzt gegen Leverkusen darf das nicht so weitergehen. Traoré, schöne Balleroberung, dachte man. Aber dann ist doch Roberto Hilbert da. Jetzt bin ich mittlerweile ganz froh. Ich habe erst noch gedacht, vielleicht lassen wir den besser nicht spielen. Den Traoré, weil er zu offensiv ist. Jetzt bin ich ganz froh, dass wir ihn drin haben. Weil jetzt müssen wir natürlich direkt aufholen. Sommer sieht von hinten sehr, sehr feminin aus. Naja, so, drauf da, Leute. So, wunderbare Balleroberung. Von wem war es? Ich weiß es nicht. Aber jetzt kommt Raphael. Hat keine Anspielstation. Das ist natürlich schlecht, aber er macht es alleine. Und das sieht gut aus. Wir haben ein bisschen Platz. Der Ball in den Rückraum. Ah, da schön zwischengegrätscht. Wer war es? Ömer Toprak. Hat der blonde Haare mittlerweile? Ist ja ein Trend bei Fußballern. Ah, bitter natürlich. Das wäre gut gewesen. Direkt die Antwort. Raphael. Ah, ganz schwacher Pass von unserem brasilianischen... Eigentlich Topstar, ja, mittlerweile vom Rating auch her, weil Hermann ja auch gehen wird. Aber das geht natürlich deutlich besser. So, Christoph Kramer, momentan ja noch im Mittelfeld so ein bisschen gesetzt, weil der Hut ja noch angeschlagen ist. Schöne Balleroberung von Traoré. So muss das sein. Ah, schlechter Pass von Kramer mit der Hacke, ein bisschen zu ungenau. Ich muss ein bisschen mehr auf Sicherheit spielen. Wir dürfen jetzt natürlich nicht den Kopf verlieren, sondern wir müssen jetzt einfach solide bzw. ein bisschen sicher natürlich auch spielen, weil das 2-0 wäre natürlich schon mal ein absoluter Super-GAU. So, Hermann, einfach mal raus auf Thielemanns, der in die Mitte, da ist Raphael, Raphael auf Hazard, zieh mal ab, Junge, zieh mal ab und Leno, wie eine Katze ist er da und hält den ersten Torschuss, aber jetzt kommen wir so ein bisschen zurück, 20 Minuten in der Partie und der erste gefährliche Abschluss von Thorgan Hazard, gute Parade, aber natürlich auch von Leno, trotzdem erster Eckball und daraus kann er theoretisch was werden, aber ich weiß nicht, warum da Raphael in der Mitte steht, ich weiß es nicht, er schießt jetzt die Ecke. Und ich habe Vestergaard gesehen. Der Ball kommt aber auf Hermann und der köpft vorbei. Sah gut aus, aber Hermann natürlich war auch kein Kopfballspezialist. Der Ball hätte mal auf Vestergaard kommen sollen, dann wäre das vielleicht gefährlicher geworden. So bleibt es beim 0-1, aber wir kommen ein bisschen besser rein in die Partie. Und das ist definitiv gut. So, Kramer setzen da unter Druck den Baumgartlinger, aber das wird als Vorteil gewertet. Gut, habe ich jetzt nicht als Foul gesehen. So, Traoré, die spielen natürlich jetzt auch ein bisschen auf Sicherheit. Können sie ja auch machen, weil sie führen ja bereits 1-0. Und jetzt aufpassen, dass wir bloß nicht hier das 2-0 kassieren. Das ist Karim Schnellarabi auf der Außenbahn. Traoré ist auch schnell, lässt sich da aber vernaschen vom Nationalspieler. Geht dann aber gut dazwischen. Wir gehen erstmal auf hoher Druck, denn ich möchte... Ja, wie oft willst du einen Einwurf noch antäuschen? Dreimal mittlerweile. Denn ich möchte, dass wir direkt an den Männern dran sind und dass genau sowas nicht passieren kann. Jetzt bilden sie da Dreiecke schon. Das ist natürlich gar nicht gut, die flache Flanke, aber Sommer ist da. Okay, und jetzt eventuell mal den Konter, aber da läuft keiner so wirklich. Deswegen lege ich mir den Ball mal runter und Hermann jetzt mit ein bisschen Tempo bitte über die Außenbahn. Kevin Volland ist auch kein langsamer, Hermann ist eigentlich schneller und kommt da auch vorbei. Sieht sehr gut aus in der Mitte, ist aber keiner, den er anspielen könnte. Jetzt vielleicht der Ball auf Thielemanns, der nochmal zurück auf Hermann. Die Flanke und da kommt keiner ran, aber Kramer im Hintergrund auf Lars Stindl. Ah, das ist alles nicht so gefährlich, aber wir kommen ein bisschen gefährlicher nach vorne. Trotzdem fehlt da noch so ein bisschen der letzte Elan in den Aktionen, beziehungsweise die letzte Präzision. Das ist der allerwichtigste Punkt. Kevin Volland und Bender, Vestergaard. Warum steht er so weit vorne? Warum steht er nicht hinten drin? Thielemanns ist aber da und macht seinen Stellungsfehler quasi wieder gut. Traoré, Raphael, direktes Fußballspielen. Das sieht gut aus. Thorgan Hazard, jetzt raus auf Patrick Hermann. Kommt er da ran? Jawohl, kommt da. Wunderbare Ball an und Mitnahme. In einem Move, Ball zurückgespielt. Aber Kramer, das war viel zu schwach gepasst. Ah, das war gar nicht gut gemacht von unserem Außenspieler. Ja, schön dazwischen von Vestergaard, das ist gut. Schönes Tackling von unserem dänischen Neuzugang, Lars Stindl jetzt. Aber der hat keine Anspielstation und dann läuft Kramer nicht durch und kriegt deswegen den Ball nicht. Also vorne das Offensive gefällt mir noch absolut überhaupt nicht. Ich glaube, da muss ich vielleicht auch mal was an der taktischen Ausrichtung ändern. Weil das ist natürlich, ja, das gefällt mir nicht. Weiß ich nicht. Und jetzt der Ball auf Bellarabi. Und da... kommt der Ball auf Kevin Volland. Volland frei im 16er, hat einen schwachen Rechten, Gott sei Dank. Und Sommer hält diesen Ball. Das wäre natürlich jetzt ultimativ bitter gewesen, hätten sie mit diesem Konter das Tor gemacht. Aber Volland ist Gott sei Dank ja Linksfuß. Und dementsprechend bleibt es hier beim... Ach, Thielemanns war das vorhin in der Mitte, nicht Raphael. Dementsprechend bleibt es beim 0-1. Jetzt klärt Thielemanns da den Ball.
Ah, Raphael kommt nicht rechtzeitig ran und ja, Leverkusen kriegt sogar die eigenen Abpraller noch irgendwie im Mittelfeld zu packen. So, Thielemans auf Christoph Kramer, aber guckt euch das an, da ist keine Bewegung, da ist einfach keiner in der Offensive. Jetzt ist Thielemans mitgelaufen, aber der ist auch langsamer als Wendell natürlich. Ah, das gefällt mir absolut noch nicht, was wir hier sehen bisher in dieser Partie. Gerade offensiv ist das noch viel zu wenig. Und jetzt Gott sei Dank legt er sich den Ball zu weit vor, der Wendell. Aber gleich ist Halbzeit und eigentlich müssen wir was tun. So kann, oh, ganz, ganz schwacher Einwurf. Das darf niemals ein Ballverlust sein. Das war auch schwach von mir gemacht natürlich. Jetzt Lars Bender. Bender, die Grätsche von Janschke nicht präzise. Wendell, der setzt sich da außen durch die Flanke. Sommer ist da. Stindl muss den Kopfball gewinnen. Geht mit dem Fuß hin. Warum geht man da mit dem Fuß hin? Kramer gegen Bender. Niemand kommt ran, nochmal Wendell auf der Außenbahn, den darfst du natürlich jetzt nicht faulen, die Flanke kommt, Sommer, ganz, ganz gefährlich, immer noch Calhanoglu-Latte und das 2:0 durch Bellarabi. Was macht Jan Sommer da? Ja, das Ding geht auf seine Kappe auf jeden Fall, danach natürlich bitter, dass wir den Ball nicht klären können, ich weiß nicht, warum ich da grätsche, aber das Ding geht auf Sommers Kappe, warum in Gottes Namen macht er den so? Ah, 0:2 und damit wird's wohl in die Halbzeit gehen. Es war alles eigentlich gesetzt für einen guten Saisonstart. Wunderbare Atmosphäre, ausverkauftes Haus, gute Transfers, Euphorie in der Stadt und dann in diesem Derby hier führt Leverkusen 2:0. Frühes und spätes Tor durch Bellarabi und durch Julian Brandt, die beiden Flügelspieler haben getroffen und jetzt müssen wir irgendwas tun, weil das gefällt mir offensiv absolut nicht. Ich werde Hazard rausnehmen. Das muss ich einfach machen und ich werde Philipp bringen, direkt in seinem ersten Spiel. Mit seinem Tempo, Thielemans auch schon ausgepowert, da bringen wir da Hut jetzt rein. Das heißt, zwei Wechsel zur Halbzeit schon. Und hier müssen wir irgendwas ändern. Taktiken, ja. Hoher Druck, eigene Taktik. Ja, bringt mir jetzt auch nichts, detaillierte Taktikansicht. So, Aufbauspiel, Geschwindigkeit, die muss da viel höher sein. Das Passspiel 50, Positionsspiel, freie Wahl. Chancenerarbeitung, Flanken vielleicht ein bisschen mehr, Passspiel, aber mehr Schussverhalten oft natürlich. Verteidigung, viel Aggressivität, verschieben nicht unbedingt, aber Druck auf jeden Fall auch hoch. So, jetzt spielen wir natürlich riskant, aber das muss auch einfach sein jetzt. Wir müssen alles nach vorne werfen, wenn wir hier noch gewinnen wollen, beziehungsweise wenn wir noch einen Punkt holen wollen. Philipp und Dahoud, Philipp in seinem ersten Spiel direkt mit seinem Debüt. Ach Mensch, im ersten möglichen Spiel direkt mit dem Debüt. Und bei Leverkusen kommt Charles Aranguiz für Baumgartlinger. Und wir gehen auf Offensiv, wir stehen auf hoher Druck und wir müssen jetzt direkt am besten ein schnelles Tor machen, um den Anschluss zu wahren, um das 1:2 ja quasi direkt zu erzielen und vielleicht Leverkusen auch ein bisschen zu verunsichern. Weil bisher haben wir abgesehen vom Hazard-Schuss halt noch nicht wirklich viel Gefährliches nach vorne gebracht. Traoré ist ungefähr so schnell wie Bellarabi. Naja, Eckball. Nicht ideal auf jeden Fall. Hätten wir anders und besser klären können und müssen eventuell. Auch Calhanoglu, die Ecken noch nicht gefährlich und jetzt eventuell die Konter. Chance über Traoré. Und jetzt steht er da auch noch schlecht. Macht da so einen Mist und dann steht er auch noch schlecht. Calhanoglu. Oh, mit der Hacke ganz dreist. Und Sommer haut das Ding jetzt raus. So, Raphael. Ja, kein Kopfballspezialist natürlich. Da ist Toprak im Vorteil. Und da ist Kevin Volland. Aber Kramer gut dazwischen. Sie bleiben trotzdem am Ball. Legende ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Level. Da muss ich mir erstmal reinfuchsen. Ich denke mal, das ist auch irgendwo klar. Jetzt Julian Brandt, die Flanke. Vestergaard gewinnt schon wieder nicht. Was ist los? Du bist 2 Meter groß. Oh, 0:3. Da sieht Vestergaard scheiße aus und Sommer ist da auch nicht gut. Wenn er rauskommt, muss er den haben. Ai, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Das ist halt auch das Risiko, wenn man sich erstens nicht einspielt, zweitens viel zu wenig Fieber bisher gespielt hat, eigentlich auf Legende zu spielen. Und dann natürlich gleich einen ersten guten Gegner. Traoré jetzt mal, Traoré, Traoré, um Gottes Willen, dann schießt doch halt mit dem linken Außenriss. Ach, was ist denn hier los? Den muss er mit links eigentlich nur antippen. Ach. Es klappt gar nichts. Und jetzt gewinnt Vestergaard das Kopfballduell im Mittelfeld wenigstens mal. Das ist ja immerhin schon mal ein kleiner Fortschritt. Aber hier ist null Bewegung im Spiel. Raphael erobert schön den Ball, beziehungsweise behauptet schön den Ball. Aber Aranguiz steht da auch halt gut. Steht da gut und schirmt den Ball dann ab, nachdem er sich eigentlich gut behaupten konnte.
Also wieder Aranguiz, schönes Tackling und jetzt Janschke nach vorne, der ist natürlich jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen offensiver. Wieder Raphael, der hat keine Ballkontrolle, das gibt's doch gar nicht. Eigentlich so ein technisch brillanter Spieler und hier absolut ohne Ballkontrolle. Vestergaard, ja, schrubben um. Konntest du eh nichts anderes machen. Bisher viel zu langsam, unbeweglich. Ich mag Vestergaard gern, aber das geht gar nicht, was der hier bisher zeigt. Eieiei. Gelbe Karte, ganz, ganz schwache Partie. Also bisher für mich setzen 6 bei Vestergaard. Verliert 2 wichtige Kopfballduelle. Ist zu langsam, ist zu unbeweglich. Und das war, ja gut, ich weiß nicht, ob das einfach dein Stellungsspiel war. So, jetzt vielleicht nochmal über Stindl, schön gemacht und Philipp, der ist schnell genug, sehr schön, Philipp da freigespielt, Hilbert kommt hinterher, Hilbert ist auch schnell, aber Philipp und jetzt in die Mitte gespielt auf Raphael, der auf Christoph, Kramer, das gibt's doch nicht, das gibt es doch einfach nicht, das Ding tänzelt da auf der Linie lang und wir haben, oh Mann, Vestergaard, komm, das gibt's doch nicht, den kannst du rausnehmen heute, ist ein gebrauchter Tag für den, Elvedi rein. Das kann sie ja total abhaken. Oh, hat er schon ein Kopfballduell gewonnen? Ich glaube nicht. Und das mit 2 Meter Körpergröße. Raphael und jetzt wieder Maxi Philipp. Und jetzt durch auf Traoré und wieder mit rechts. Gut, Ball lag auch auf rechts, aber ich dachte, dann schießt er vielleicht erst, wenn er auf links ist. Wir kommen weiter nach vorne, machen jetzt natürlich auch Druck, müssen den jetzt auch machen, um zumindest hier Ergebniskosmetik zu betreiben, aber das ist immer noch nicht sonderlich zwingend und gefährlich. Außer der Schuss von Kramer gerade natürlich, jetzt mal direkt gespielt, aber dann wieder Raphael zu langsam, ich weiß nicht, was mit denen teilweise los ist. Eigentlich so fixe Spieler, gerade auch von den Reaktionszeiten her. Raphael ein unglaublich begabter Fußballer, gerade technisch auch extrem stark, aber davon zeigt er bisher heute noch gar nichts. Jetzt mal Stindl, ein bisschen Platz, die Flanke, aber die kommt auch nicht gut. Raphael kann er nochmal erobern, nein. Elvedi, und der gewinnt das erste Kopfballduell, ja super. Hätten wir den vielleicht direkt mal von Anfang an spielen lassen. Nochmal Traoré, so, Christoph Kramer, also überhaupt kein Außenspieler, einfach auch viel zu langsam, um sich da durchzusetzen. Traoré, vielleicht nochmal mit seiner Energie, naja, kommt da auch nicht durch, legt dich den Ball zu weit vor. Natürlich totale Demoralisierung jetzt hier gerade in Gladbach, kann man zumindest so sagen. Am ersten Spieltag zu Hause, heimisches Publikum, wie gesagt, super Atmosphäre und dann verliert man hier 3-0. Och, und ich krieg den Ball nicht ins Tor, Mann. Patrick Herr hätte sich wenigstens nochmal schön verabschieden können, aber auch den setzt da vorbei. Ach, was ist das für ein Auftakt, Freunde, was ist das für ein Auftakt? Ganz, ganz bitter, alles was hätte schief gehen können, ist schief gegangen. Oh wei, oh wei. Ich glaube, letzte Saison hat Gladbach doch am Anfang auch so total verkackt. Ich weiß nicht, war das gegen Leverkusen, war das gegen Dortmund war das. Das kommt hier fast dem gleich, muss man ja ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich damals meine, dass sie keine Chancen gehabt hatten. Und hier haben sie sie, so ist nicht. Die Chancen sind da, man nutzt sie nur nicht. Und das sind alles dumme Fehler. Vestergaard natürlich auch in seinem ersten Spiel, da muss ich einfinden, klar, aber dass der kein Kopfballduell gewinnt, das geht halt einfach nicht. Der ist 2 Meter groß, der wurde auch wegen seiner Kopfballstärke geholt. Und die kann er nicht nur offensiv zeigen, die muss er auch defensiv zeigen. Das ist, denke ich mal, ganz klar. Nochmal ein Ball raus auf Traoré. Der hat noch ein bisschen Energie left. Ein ganz, ganz bisschen. Die Flanke aber auch viel zu weit. Und viel zu unpräzise. Kramer nochmal. Ich möchte dieses eine Tor zumindest machen für die Fans, die hier ins Stadion gekommen sind. Und die wahrscheinlich, ich habe es nicht gehört, ich höre es nicht, ich habe keinen Ton an. Aber die wahrscheinlich super Stimmung gemacht haben. Trotz des unglaublich beschissenen Ergebnisses. Nochmal Christoph Kramer. Den kannst du halt nicht abschließen lassen. Och Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir kommen auch nur mit Spielern in Abschlusssituationen, die halt einfach keinen guten Abschluss haben. Chicharito, auf den müssen wir natürlich jetzt auch nochmal aufpassen. Eigentlich gutes Tackling. Da kann ich mir jetzt keinen Vorwurf machen. Das war nicht sein Fehler. Das war eine falsche Entscheidung in meinen Augen. Und das 4-0. Ich fasse es nicht. Sommer. Das war Sommers Fehler. Also das... Nein. 0-4. 0-4 zum Auftakt. Oh wei, oh wei, oh wei. Was ist das denn? Patrick Herrmann nochmal. Nochmal über außen. Flanke. Philipp. Und Leno macht das, was Sommer hätte machen müssen in den meisten Situationen. Eieieiei. Oh, Gottes Willen. Habe ich mich übernommen mit Legende? Ich weiß es nicht. Es ist das erste Spiel. Es ist 1 von 34, aber wir werden als Letzter am ersten Spieltag enden. Und das ist natürlich nicht, was wir wollten. Es hat nichts funktioniert. Gar nichts. Weder offensiv noch defensiv.
Da muss dran gearbeitet werden, aber so kann es definitiv nicht weitergehen. Eventuell das letzte Spiel. Bender macht 2 Tore, wei, oh wei. Eventuell das letzte Spiel von Patrick Herrmann bei uns, das ist die wichtigste Frage, wen sollen wir holen, sollen wir den Lichtsteiner holen, brauchen wir die Erfahrung in der Mannschaft, ist das vielleicht das große Problem, dass es an Erfahrung mangelt, eigentlich haben wir im Mittelfeld mit Kramer vorne drin, mit Raphael, links Traoré, innen Janschke, Tor, Sommer, wir haben erfahrene Spieler, aber das war nichts und vor allem nach Standards waren wir erschreckend schwach. Und das geht so halt einfach definitiv nicht. Da muss sich einiges ändern. 7 Schüsse, nur einer aufs Tor. 14% Schussgenauigkeit. Wir waren nicht mal unterlegen, aber wir haben einfach dumme Fehler gemacht und ganz, ganz einfache Gegentore kassiert. Und das müssen wir definitiv vor der nächsten Episode, die morgen kommen wird, natürlich abstellen. Ich hoffe, das kriege ich hin, aber ich denke mal. Wei, oh wei. Es tut mir auf jeden Fall leid für alle, die jetzt direkt mal ein Feuerwerk erwartet haben. Ihr habt es gesehen, aber halt nicht von mir, sondern von Gladbach. Von Leverkusen. Herr Jemini, letzter, ja. Mit Darmstadt und Frankfurt. Hoffen wir mal, dass wir da am Ende nicht stehen bleiben. Leverkusen erster vor Köln. Bayern ist Tabellendritter. So, 40 Millionen. Beide haben gesagt, ist in Ordnung. Und der Vorstand sagt, Patrick Herrmann wird gehen. Na denn, wir haben nur noch ganz wenig Tage Zeit, scouten können wir uns nicht mehr leisten, das heißt, schreibt in die Kommentare, wen sollen wir als Ersatz für Patrick Herrmann holen, ich bin gespannt, Elvedi steigt passend, der wird im nächsten Spiel auch spielen von Anfang an für Yannick Westergaard, der sich erstmal disqualifiziert hat für weitere Aufgaben, ich bin gespannt auf eure Meinung, hätten wir vielleicht mit Viererkette spielen sollen, Leverkusen ist ein spielstarker Gegner, aber das kann ja auch keiner erwarten, dass es halt so nach hinten losgeht. Es geht als nächstes gegen den SC Freiburg, gegen den Aufsteiger. In Realität haben wir das verloren mit 3:1. Jetzt müssen wir natürlich gewinnen und auf jeden Fall diesen Negativtrend stoppen. Die nächsten Gegner sind eigentlich alle Pflichtaufgaben. Leipzig als Aufsteiger vielleicht stark, aber Ingolstadt, Bremen, Freiburg, das sind alles Mannschaften, die man eher unten ansiedelt und gegen die müssen wir alle gewinnen und das werden wir in der nächsten Episode versuchen. Wenn es euch heute trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür die Transfers von Thielemanns und für die Transfers von Amiri und von Toljan. Schreibt mir in die Kommentare eure Meinung, wen wir holen sollen und was wir eventuell verändern können. Ich bin gespannt. Wir sehen uns morgen wieder mit der nächsten Episode. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.